Hallo und herzlich willkommen. Ja, es ist ja nicht mehr so lange bis Ostern hin. Das heißt, es ist an der Zeit, Osterdeko zu machen. Und ich zeige euch mal in meinen nächsten 2-3 Videos ein paar Möglichkeiten, um Kunststoffeier richtig toll zu dekorieren. Die erste Möglichkeit sind diese hier. Schaut mal, die sehen ganz toll aus. Das sind Kunststoffeier, die ich mit Chalky angemalt habe. Dann mit Magnetklebercreme und Zauberfolie. Alles Produkte von Viva Decor. Wo ihr die bekommt, seht ihr dann unterhalb vom Video. Schaut da mal drauf, da sind die Produkthinweise drin. Und sowas Ausgefallenes könnt ihr damit machen. Das ist so ein bisschen was Peppigeres. Das passt auch mal in eine schöne moderne Wohnung rein. Aber das könnt ihr entscheiden, wenn es euch gefällt. Dann macht sie doch einfach mit und ich freue mich, wenn ihr Spaß dran habt. Im ersten Schritt betupfe ich diese Kunststoffeier. Das ist auch immer, um eine bessere Haftung zu geben für die Farbe. Das heißt, ich nehme die Schaukelfarbe, die rührt ihr am besten einmal vorher um. Nehme mir jetzt ein Stupfschwämmchen und tupfe diese Eier richtig schön komplett ein. Dann lasst ihr es einfach erstmal schön trocknen und nach dem Trocknen kommt der zweite Farbauftrag mit dem Pinsel drüber. Das Schöne ist, durch dieses Tupfen entsteht so eine unregelmäßige Oberfläche und das sieht natürlich einem natürlichen Ei noch sehr viel ähnlicher, als wenn das so komplett glatt wäre. Wenn die Farbe schön getrocknet ist, tragt ihr jetzt die zweite Schicht oder den zweiten Farbaufstrich mit dem Pinsel auf. Und jetzt seht ihr schon, wie schön das auch deckt. Das heißt, es bekommt so eine richtig schöne deckende Farbschicht drüber. Und bekommt dann auch diesen natürlichen Effekt. Wie hat es euch gefallen? Gefällt euch dieses Design für die Ostereier auf Kunststoffeiern wirklich toll und einfach diese Deko hergestellt? Dann hinterlasst mir einen Kommentar, gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Teilt meine Videos, gebt sie weiter und ich freue mich, wenn ihr auch ins nächste Video wieder reinschaut. Tschüss!